unserem neuen Tobias entdeckt dreht sich alles um Wohntrends. Wie könnte ein Wohn- oder Esszimmer wieder richtig gemütlich werden? Strapazierfähig und fugenlos. Wir zeigen euch, wie ein unebener Betonboden mit einer Spachteltechnik richtig glatt und geschmeidig wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch inspiriert. Und mit einer Inspiration steigen wir auch gleich ein, und zwar mit den neuen Wohntrends. Wie werden Wohnzimmer gestaltet? Was gibt es Neues bei Polstermöbeln? Und wie sollte man auch diesen ganzen Raum gestalten, dass er für sich wirkt? Unser Zuhause ist unser Rückzugsort vom Alltag. Hier können wir die Seele baumeln lassen und uns entspannen. Der Essbereich ist das Kommunikationszentrum der Familie und für viele gibt es nichts Schöneres, als abends bei einer guten Serie auf der Couch abzuhängen. In der heutigen Ausgabe von Tobias entdeckt interessiert uns, was die neuen Wohntrends sind, was es Neues bei den Polstermöbeln und Wohnzimmermöbeln gibt, und wir wollen wissen, wie Wohnzimmerideen richtig schön gestaltet werden. Herr Block, was sind jetzt eigentlich die neuen Wohnzimmertrends im Moment? Das jetzt auf einen bestimmten Fokus festzulegen, ist gar nicht so einfach und auch sicher nicht richtig, weil es sehr vielfältig geworden ist, auch im Wohnen, durch die vielen verschiedenen Materialien, die es gibt. Man kann aber eins sagen, dieser typische Massivholzbereich, wo man rein nur Massivholz gehabt hat, ist ein bisschen abgeschwächt. Der Materialmix macht es jetzt einfach mittlerweile aus, das man auch hier zum Teil dann in der Ausstellung gleich sehen, mit Lack und Massivholz. Natürlich gibt es nach wie vor auch noch reine Massivholzwände und auch komplett Lack, aber der Mix ist momentan eigentlich schon gefragt. Ja. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine schöne Koje. Jetzt Sie als Profi, geben Sie mal den Zuschauern und Usern einen Tipp, auf was sollte ich eigentlich achten, wenn ich ein Wohnzimmer einrichte? Prinzipiell, wenn man es eigentlich richtig machen möchte, liegt unsere Grundempfehlung darin, erstmal die kompletten Maße mitzubringen vom kompletten Raum. Fenster, wo die Fenster sind, Türen, Eingang etc. Und auch sonst, ob schon Boden vorhanden ist oder nicht, also sprich Bodenbeläge in Holz oder was auch immer, damit man die Farben entsprechend abstimmen kann. Und wir brauchen es einfach für die Anordnung der Garnituren, ob man sie in den Raum stellt oder an die Wand entlang stellt. Dafür brauchen wir einfach mal auf jeden Fall mal Maße. Und was uns wichtig ist, ist der Raum noch komplett einzurichten mit Böden etc., weil wir geben auch ganz gern Vorschläge für Wandbeläge bzw. Wandfarben, Tapeten. Das fließt eigentlich heute alles bei uns in die Planung mit ein. Dann laufen wir mal weiter, weil das ja wirklich schön ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, wie wichtig ist denn jetzt die Wandgestaltung, damit so ein schönes Wohnzimmer wirkt? Und dann gleich die nächste Frage. Jetzt haben wir hier auch überall die Möbel. Ist das jetzt eher entspannt geworden? Ist das eher bullig oder clever, dass trotzdem viel Stauraum rauskommt? Ich würde es mal so beantworten, sowohl als auch. Es kommt einfach auf den Wunsch des Kunden drauf an. Man hat heute die Möglichkeit natürlich, es gibt Programme, die man nach wie vor nach dem Stauraum richten kann, aber dann einfach oftmals auch sehr designorientiert sind. Also das kann man sowohl als auch, das muss man einfach auch, kommt auf den Anspruch des Kunden drauf an. Aber was halt echt wichtig ist, ist auch Farbe ganz einfach. Man kann halt, was wir auch oft machen, auch hier in der Ausstellung einfach zeigen, Kojen dann komplett in Weiß und dann nur eine Wand zum Beispiel mit einer besonderen Fototapete oder einfach farblich extrem unterschiedlich zum Rest von der Räumlichkeit. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Koje. Ich durfte sie schon sehen. Jawohl. Da waren Sie ja ganz stolz drauf, auch in Sachen Wandbelag. Genau. Da können Sie vielleicht mal erklären, was war jetzt die Idee hinter diesem außergewöhnlichen Raum? Ja, wir haben hier was geschaffen, das wirklich einzigartig ist. Man sieht jetzt das auch, was ich vorher gesagt habe. Erstmal den Mix mit Holz und Lack. Also der Mittelblock ist jetzt quasi in Massiv. Und der Außenbereich ist in Lackweiß. Und das Besondere hier einfach an der ganzen Geschichte, wo wir hier so haben, ist der Wandbelag, den es auch so nicht gibt. Den ist einfach von uns jetzt so entsprechend entwickelt und designt worden mit diesem Eiche-Mosaik in massiver Eiche. Und das gibt einfach eine ganz tolle Optik und setzt sich dann halt einfach ab. So, und so ist dann auch gedacht, wie das, was ich gesagt habe, nur eine Wand. Jetzt könnte man sich der Rest von diesem Wohnzimmer dann quasi in irgendeiner Unifarbe vorstellen. Und das ist dann das Highlight von diesem Raum. Und das Wichtige ist ja, Wand, Schrank, Tisch, eigentlich so eine optische Einheit für das Auge, einen cleanen Boden und dann auch wieder eine cleane Couch dazu, oder? Sodass das wirkt und aufgeräumt auch. Genau, wirkt aufgeräumt und ist ein einheitliches Bild. Und das macht es in Perfektion dann nachher aus.
So, jetzt mal die Tipps von Profis. Die drei wichtigsten Tipps, die ich nicht machen sollte, also beim Einrichten. Die Frage ist gut und die ist eigentlich auch im Prinzip einfach zu beantworten, weil das ist genau das, was wir eigentlich vorher besprochen haben. Wichtig ist ganz einfach mal Maße mitbringen. Punkt Nummer eins, wenn ich das nicht mitbringe, mache ich mal eigentlich den ersten Fehler, weil dann ist eine Einrichtung in dem Sinn nicht möglich. Nicht blind drauf loskaufen und dann ist es meistens so, dass es dann doch nicht das Optimale ist. Ja. Und einfach auch hingehen, sich beraten lassen, was, so wie wir es gesagt haben, Wandgestaltung, komplette Räumlichkeiten, das machen wir halt schon sehr viel. Und das, wenn man es richtig schön heimelig haben möchte, mit dem besonderen Etwas, dann sollte man die Punkte einhalten. Und nun kommen wir mal direkt zu den Polstermöbeln. Diese nehmen einen großen Platz im Raum ein. Zudem sollen sie nicht nur gut aussehen, sondern am besten auch total bequem und funktional sein. Jetzt zum Thema Polstermöbel. Was gibt es hier Neues? Das sieht ein bisschen aus wie Feinripp. Ist das jetzt in? Genau. Also man kann eigentlich sagen, es gibt in dem Stoffbereich so Highlights im Moment. Das ist einmal der Feinripp. Das ist das, was wir quasi in linker Hand haben, wo die Streifen entsprechend dünner sind. Ja. Und hier auf der rechten Seite ist dann quasi der grobe Ripp. Das ist aber auch das meist oder das mehr gekauftere wie jetzt das Feinripp. Ja. Und das wird mittlerweile auf alle Arten von Garnituren eigentlich jetzt auch bezogen. Okay. Hat man jetzt eher so, weil hier hat man eher so ein bisschen zurückhaltende Farben oder wird es schon mal auch ein bisschen knalliger? Ja, manchmal wird es auch knalliger, das ist soweit richtig, aber es wird doch schon eher eigentlich darauf geachtet, dass die Grundfarbe der Polstermöbel eher zurückhaltend ist und dann eben mit Dekokissen das entsprechend aufgepeppt wird. Und das ist auch leichter zu tauschen wie die ganze Garnitur. So kann man doch einfach mal hingehen und sagen, okay, ich tausche die Kissen aus und habe dann eigentlich wieder eine neue Optik, was Frisches und was Neues, muss nicht immer das ganze Polstermöbel tauschen. Und was ist das hier? Das sieht jetzt das ist auch, das ist jetzt neben dem Kort, das ist sogenannte Buckle. Was da jetzt auch groß wieder im Trend ist und kommt, fühlt sich nicht super weich an, ist strapazierfähig und hat einfach ganz besondere Optik. Das muss man einfach auch mal gesehen haben, es fühlt sich super toll an. Und ja, es fühlt sich wirklich gut an, wenn man drüber fährt. Genau. Das ist richtig angenehm. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen weiterlaufen, dann hat man hier so schöne Garnituren, da sage ich immer, tolle Eckcouch, sieht super aus. Hat man jetzt heute eher die Eckcouch oder hat man eher die Couch und den Sessel dazu? Also da würde ich Ihnen noch mal ganz gerne mal was zeigen, weil Sessel hat man nach wie vor zwar auch noch, aber ich würde Ihnen da einfach mal gerne noch einmal was zeigen, was heute ein Polstermöbel eigentlich alles kann und macht und tut. Und dann erübt sich die Frage eigentlich schon fast von selbst. Also ich bin jetzt gespannt, was Sie mir jetzt zeigen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Sie mit der Couch machen, weil im Moment sieht es aus wie so eine ganz normale Couch. Ja, die ist wirklich multifunktionell. Man sieht ja hier, sieht jetzt aus wie eine normale Polstergarnitur über Eck. Und man hat auch die Möglichkeit, die Armteile zu verstellen in verschiedenen Rastern. Ja, man kann aber auch genauso hingehen und quasi sich ganz schnell eine Liege da draus bauen. Ganz einfach. Also den Ottomanen praktisch. Und jetzt habe ich quasi eine Ottomane, Recamere. Und geht gleich weiter, war noch lange nicht alles. Jetzt habe ich genauso die Möglichkeit zu sagen, jetzt möchte ich das Ganze noch mit einem hohen Rücken haben. Und jetzt kann man natürlich auch noch sagen, das ist mir ein bisschen zu aufrecht. Kein Problem, lässt sich einfach per Gasdruckfeder verstellen. Also ich bin schon beeindruckt, dass das jetzt einfach mal schnell aus so einer Couch entsteht. Ja. Da kann man unwahrscheinlich viel heute draus machen. Und diese vielen Funktionen, die sind unwahrscheinlich, was da eigentlich mittlerweile heute geboten wird. Das war jetzt alles manuell. Gibt es heute auch sehr viele Techniken, Features, einfach auch elektrisch verstellbar. Ich werde Ihnen mal noch ein bisschen was zeigen. Also jetzt bin ich gespannt. Sie haben mir gesagt, es wird jetzt richtig bequem. Genau, jetzt wird es richtig bequem. Das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Ich bin gespannt. Gern. Also, jetzt das nächste Zauberstück an dieser schönen Garnitur. Schöne Eckcouch, muss ich sagen. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Garnitur mit einem ganz modernen, schlichten Design. Und wir sehen jetzt hier, hat eine Recamere oder Ottomane mitverarbeitet, die es natürlich heute in allen verschiedenen Breiten gibt. Ich sag mal, beginnend von 80 bis 1,50 Meter Breite. Und hier haben wir jetzt einfach nochmal ein ganz besonderes Highlight. Hier haben wir eine sogenannte Tiefenvorstellung. Man sieht es jetzt gleich. Also das heißt, ich habe einfach mal eine Liegefläche, die auch tatsächlich ausreicht zum Hinliegen, weil die Recamere und Ottomanen ja oftmals zu kurz sind. Genau, da hängen immer die Füße drüber. Hängen die Füße über, genau. Und das Problem haben wir somit gelöst.
hat auch einen Wandfreibeschlag. Das heißt, man braucht einfach nur um die Tiefe von der Kopfstütze, wenn man die dann überhaupt nützt, praktisch das von der Wand wegstellen. Wenn wir die Kopfstütze weglassen, brauche ich null Abstand zur Wand. Also Wandfreibeschlag nennt man das auch. Jetzt habe ich hier das erste Mal so einen anderen Stoff, so ein bisschen Leder. Ist genau. Dieses Leder-Imitat noch so in oder wollen die Menschen eher so ein bisschen Stoff wie diesen Cord, der einfach ein bisschen, glaube ich, heimeliger oder wohliger ist? Also es gibt sowohl beide Interessenten dafür, für Leder und für Stoff, wobei man sagen muss, dieses Imitat von Leder, also das sogenannte Kunstleder, wie man es von früher kennt, ist völlig out, wird auch nicht mehr gewünscht, Gott sei Dank auch nicht mehr gekauft, weil das auch nicht ganz einfach ist von der Langlebigkeit. Und da geht halt nichts über ein echtes Leder oder aber wie gesagt Stoff. Aber das ist einfach immer, kommt drauf an, wer tendiert jetzt mehr zu wem. Da kann man auch nicht beraten, sondern da muss man einfach, derjenige muss ein bisschen überzeugt sein, möchte ich Leder oder möchte ich Stoff. Und dann kann man den unterschiedlichen Stoff- und Lederqualitäten den Kunden entsprechend bedienen. Und ich glaube, man kann da zusammenfassen, eine Couch muss heute mehr können, wie nur gut ausschauen. Die muss eigentlich multifunktional sein, oder? Genau, richtig beantwortet. Die muss multifunktionell sein, bietet einfach oder muss alles bieten. Dafür ist es aber auch so, dass der Sessel im Wohnzimmer, den man früher eigentlich immer dazu gekauft hatte, eigentlich eher in den Hintergrund getreten ist oder und einfach weniger oder gar nicht gekauft wird, weil alles das, was früher ein Sessel konnte, heute in der Garnitur verarbeitet ist und diese Funktionen mit sich bringt. Weiter geht es bei uns mit den Stoffen. Jeder Stoff fühlt sich unterschiedlich an. Während die einen auf Leder stehen, wollen andere am liebsten einen ganz weichen Stoff, der sich förmlich an den Körper anschmiegt. Herr Block, nächstes Thema Stoffe. Sie haben schon mal angesprochen, natürlich sehr individuell, aber was ist am beliebtesten? Stoff, Leder? Also im Prinzip ist es so, dass der Anteil Stoff wie Leder mittlerweile wieder bei 50-50 liegt, also 50% Leder, 50% Stoff. Das war schon höher, es war schon 60 Lederanteil und 40 Stoff, aber im Moment bewegt sich so bei 50-50. Jetzt haben Familien ja auch kleine Kinder oder Hunde. Ja. Gibt es da besondere Stoffe oder muss man sagen, da muss man mit dem leben, was man hat? Nee, also heute die Entwicklung hat, also so wie wir es jetzt gesehen haben, bei der Polstermöbel mit den vielen Funktionen eine Entwicklung stattgefunden hat, so hat es das auch bei der Stoffentwicklung einfach gemacht. Und heute gibt es, man kann schon fast sagen, haushaltsbezogene gewünschte Stoffe. Ich nenne es jetzt einfach mal so, sprich jemand, wenn jemand mit Haustiere hat, wie Hund oder Katze, gibt es sogenannte Wow-Wow-Stoffe. Okay. Ja, die sind speziell einfach dafür mit der Oberfläche behandelt und geschaffen, dass die eben dann diese Strapazen von dem entsprechenden Haustier dann eben mitmachen. Was haben wir hier? Ich würde sagen, sofort, wenn ich nur optisch hingucke, Leder. Ja, manchmal trügt der Schein. Das ist was ganz anderes. Genau. Hier haben wir einfach mal Prinzip eine Lederoptik. Es sieht wirklich aus wie Leder, ja. ist aber wirklich eine tatsächlich ein Stoff, eine Mikrofaser, die praktisch die Optik vom Leder mitbringt. Ja. Ich sage es mal so, für manche empfinden es so, dass das Leder für sie, ich sage es mal, zu kalt wirkt. Ja. Und ich sage es mal, das ist halt so richtig ein mägeliger Stoff. Mhm. Einfach gemütlich, weich, warm, anschmiegsam und hat trotzdem eine Optik vom Leder. Und wenn man jetzt sagt Mikrofaser, das muss doch dann auch richtig pflegeleicht sein, oder? Ja, also wir haben hier eine Möglichkeit, nahezu alle Flecken zu entfernen und das auf einfache Art, indem man einfach hingeht und sagt, okay, ich nehme ein Baumwolltuch, Mineralwasser, und tupft es da damit ab, dann ist das meiste mitgetan. Was man grundsätzlich nie machen sollte, das ist, da macht man dann oftmals viele einen Fehler, das heißt, die möchten dann einen Fleck rausmachen, dann ist der Fleck nur klein, hat 2 cm Durchmesser, dann geht man hin, schnell an den Wasserhahn, holt aus dem Wasserhahn quasi im Prinzip das Wasser zum Reinigen, ja, dann ist der eigentliche Fleck draußen, habe halt ein größeres Problem, der Fleck ist noch viel größer, weil ich noch einen Kalkfleck habe. Ja. Ja, drum einfach grundsätzlich immer Empfehlung von unserer Seite aus, entweder destilliertes Wasser oder aber denn ein Mineralwasser, auf niemals ein sogenanntes Hahnenwasser. Also Pflegetipps gibt es heute auch noch gleich dazu. Jawohl. So, und das hier ist nochmal, wie hieß dieser schöne Stoff? Buckelstoff. Aber auch absolut im Kommen und pflegeleicht? Der ist sehr pflegeleicht und hat einfach eine ganz besondere Optik von der Optik einfach, sieht man ja, weil die Stoffe sind heute schon einfach auch eher Unifarben, so wie ich es vorher auch schon erklärt habe. Und dann wird mit Kissen ein bisschen gearbeitet. Und hier habe ich jetzt doch nochmal eine andere Optik, das changiert ein bisschen durch diese Machart vom Stoff.
Was uns bei den Wohntrends aufgefallen ist, die Fußböden, die sind alle einfarbig, sodass alles in Ruhe wirken kann. Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Gibt es dort Parkett, Fliesen oder vielleicht auch was anderes? Wir zeigen euch jetzt noch einen ganz anderen Belag, und zwar Zementestrich. Der darf nicht nur grau sein, sondern etwas ganz Besonderes. Wir haben uns angeschaut, wie ein besonderer Boden Schritt für Schritt entsteht. Und seid gespannt, es wird wirklich super. Mitten im idyllischen Wolfeck entsteht ein Designtempel. Wir zeigen euch, wie ihr Schritt für Schritt mehr Platz fürs Leben bekommt in einem kleinen Anbau. Heute geht es um den Bodenbelag. Auch er wird ausgefallen. Ein unebener Betonboden wird mit einer Spachteltechnik richtig glatt und geschmeidig. Und das waren die Vorbereitungen. Wir haben jetzt hier eine Grundierung aufgebracht, dann kam eine Zwischenspachtelung mit einem Zementstein, also im Naturfarbton. Und der ist dann jetzt geschliffen und zweimal schon grundiert. Darum hat er jetzt einen leichten Glanz und hat so seine Struktur, eben wie man eben auftragen hat. Lange Zeit galt Weiß als der Klassiker für das Badezimmer schlechthin. Doch Weiß war einmal. Black is back, oder zumindest die Abstufungen in Grau. Und so wird auch dieser Boden einmal in einem schlichten Grauton strahlen. Bis es aber soweit ist, fehlen noch einige Arbeitsschritte. Jetzt wird erst einmal angerührt. Dann muss es schnell gehen. Ein Team sorgt ständig für weitere Spachtelmasse, während das andere die Masse verarbeitet. Da die Mixtur schnell aushärtet und dann nur noch schwer zu bewegen ist, wird mit geballter Power gearbeitet. Wie beim Sport muss auch hier sich das Team kurz aufwärmen. An einem Probestück wird Menge und Technik kurz ausprobiert. In puncto Oberflächen ist der Trend ganz klar spürbar. Die glatte, fugenlose Oberfläche. Die Beton- und Estrich-Anmutung verleiht einen urbanen, puristischen Touch. Und wie geht es jetzt mit dem Boden weiter? Ja, den Boden lassen wir jetzt mindestens 2 Tage in Ruhe, lassen den trocknen, dann wird er fein geschliffen, sodass mir die Zuschlagstoffe, dass die durch Schleifen sich farblich verändern und es gibt dann auch das lebhafte Bild. Und dann wird der Boden gut gereinigt und mehrfach versiegelt, in diesem Fall sogar 4-mal, dass wir eine gute Nutzschicht haben. Ganz oft ölen wir den Boden auch. Das heißt eigentlich wie ein Holzboden, ein Parkett, der sich einfach durchdrängt ist in der Oberfläche durchs Öl. Dauert natürlich viel länger in der Trocknung, weil so ein Zementstein unglaublich viel Öl schlucken kann, aber gibt aber ein ganz anderes Bild. Wie immer liegt das Besondere in den Details. Boden und Wände sind mit einer Edelstahlleiste getrennt. Eine Sockelleiste wird hier überflüssig. Wir arbeiten hier komplett ohne Sockel. Das heißt, auch dieser Übergang zu diesem Treppeauge haben wir komplett nur über Edelstahlabschlüsse getrennt, sodass wir ein ideales Fugebild haben, ohne irgendwelche Übergangsleisten. Also diese Details sind eigentlich das, was eigentlich zum Schluss dann auch ausmacht. Jetzt kann man sich schon vorstellen, wo die Reise hingeht, wenn der Boden dann im Finish fertig ist, werden wir hier eine farblich abgestimmte Fuge einbringen, sodass wir einen Guss haben bis zur Metallkante. Und wo die Reise noch hingeht, wir sind selbst ganz gespannt. Denn bei der Gestaltung von dieser Designer-Wellness-Landschaft ist ein visuell stimmiges Gesamtkonzept mit Boden, Badmöbel und Sanitärobjekten und sogar dem Außenbereich geplant. Deshalb bleiben wir dran. In der nächsten Folge seht ihr, wie die Sauna entsteht. Liebe Sandra, danke für die spannenden Einblicke. So ein Zementestrich, der ist einfach, wenn es der richtige Handwerker macht, etwas ganz, ganz Besonderes. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht es bei uns um die Immobilienpreise und wie sich der Immobilienmarkt entwickelt. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Gestiegene Bauzinsen, die Energiekrise und eine Unsicherheit in der Wirtschaft, die hat den Wohnungsmarkt ganz schön ausgebremst. Doch wie geht das Ganze jetzt weiter? Denn Wohnraum ist ja knapp und die meisten möchten doch ein Eigenheim haben. Wir haben mal im Norden von Baden-Württemberg nachgefragt, wie hier der Immobilienmarkt derzeit ist. Der Immobilienmarkt stagniert. In einigen Regionen ist er bereits rückläufig.
Die steigende Inflation infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die Europäische Zentralbank dazu veranlasst, den Leitzins anzuheben. Baukosten und Kredite werden dadurch teurer und viele Kaufinteressenten können sich eine eigene Immobilie nicht mehr leisten. Dadurch verringert sich die Nachfrage, was wiederum zu sinkenden Kaufpreisen führen könnte. Die Wohnträume konnten im letzten Jahr noch erfüllt werden. Da täuscht natürlich das Bild, weil natürlich sind viele Finanzierungen auch schon vor dem Zinsentscheid abgeschlossen worden. Da ist viel gebaut worden, ausgezahlt worden. Mit Blick nach vorne ist es deutlich negativer. Wir haben momentan im Neubau deutliche Rückgänge. Die Kunden, die heute zur Bank kommen, haben das Problem. Der Zins ist gestiegen, aber sehr massiv auch die Baukosten. Immobiliendarlehen sind so wenig gefragt wie seit 8 Jahren nicht mehr. Kein Wunder, innerhalb eines Jahres hat sich der durchschnittliche Zinssatz für ein Immobiliendarlehen mit 10-jähriger Zinsbindung mehr als verdreifacht. Das Interesse an Baufinanzierungen ist deshalb stark gefallen. Es gibt ja zwei Unterschiede. Entweder habe ich ein Investment vor Immobilien, der war sehr stabil im Übrigen im letzten Jahr. Da hatten wir kaum Kursverluste, sondern die sind sehr stabil geblieben. Wir hatten Ausschüttung von 2%, wir erwarten für dieses Jahr 3%. Und natürlich aber ist der Wunsch auf eigenen Wohnraum eben auch stark ausgeprägt in der Kundschaft. Also viele wollen zur Vorsorge im Alter mietfrei wohnen, sich eine Immobilie auch anschaffen. Die Sparkasse Tauberfranken investiert in der Region selbst in neuen Wohnraum. In Iggersheim entsteht derzeit ein Wohngebäude mit 6 Einheiten, weitere 50 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 16 Millionen Euro sind in Lauda und Tauberbischofsheim geplant. Wir hatten in der Vergangenheit ja nur Immobilien, wo wir auch selber betrieben haben mit eigenen Geschäftsstellen. Seit mehreren Jahren haben wir gesagt, wir wollen auch zur Wohnraumschaffung unseren Beitrag leisten. Der Main-Tauber-Kreis hat ein relativ geringes Angebot an mietbarer Fläche. Also Eigentum ist ausgeprägter. Wenn man was zu mieten sucht, ist es eher schwierig. Und wir haben angefangen, eigene Mehrfamilienhäuser zu erwerben. Nicht für Geschäftsstellen, sondern wirklich um Wohnraum zu schaffen. Aufgrund der Inflation entscheiden sich weniger Menschen für den Kauf einer Immobilie und weichen auf Mietimmobilien aus. Die steigende Nachfrage führt deshalb zu höheren Mieten. Wolfgang Reiner sieht deshalb den kompakten, mehrgeschossigen Wohnungsbau auf dem Vormarsch. Es gibt aber auch durchaus ja politisch gewollt Flächenverdichtungen. Also das kommt ja auch in das Thema Klimaziel. Wenn jeder sein Einfamilienhaus hat, wird es auch schwierig sein, die energetische Sanierung hinzubekommen. Du kannst natürlich kompakter bauen und mehr Menschen auf Fläche unterbringen, wenn du in den Geschosswohnungsbau tatsächlich investierst. Und da sehe ich erste Anzeichen, die gut funktionieren. Die Lage am Immobilienmarkt ist und bleibt angespannt. Manche Experten warnen schon vor dem Platzen einer Blase wegen überhöhter Preise in der Vergangenheit. Die Entwicklung führt bereits zu einem merklichen Nachfragerückgang auf dem Markt. So berichtet das Fachportal Immobilien-Scout24 von einer um 17% eingebrochenen Nachfrage. Sind wir gespannt, wo sich die Immobilienpreise hin entwickeln? Eines ist auf jeden Fall sicher. Vor 10 Jahren hat auch jeder gesagt, das ist aber teuer. Wer vor 10 Jahren eine Immobilie gekauft hat, der hat heute seinen Spaß damit. Also ich denke, man sollte investieren, wenn es möglich ist. Ich freue mich schon, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet bei Bauen und Wohnen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Sollen neue installierte Gasheizungen wirklich verboten werden? Wir diskutieren den Habeck-Entwurf. Wir begleiten eine Altbausanierung, die wirklich bezahlbar für die Mieter ist und zudem energetisch und hochwertig.